Einen schönen guten Tag, meine verehrten Zuschauer. Ich heiße Sie willkommen im Bambi-Part. Und wie Sie sehen, betreten gerade unsere Teilnehmer das Feld. Es ist dies ein herrlicher Wintertag, der Boden ist hart gefroren und wir brauchen keinen Regen zu befürchten. Eine riesige Zuschauermenge erwartet den Beginn der 127. jährlichen Ausscheidung zum Trottel der feinen Gesellschaft. Und das Publikum ist rasend gespannt auf das Auftreten dieser hochkarätigen Vollidioten. Knoto Bilbelsen Bellbell ist Mitglied der Grenadiergarde und kann bis 4 zählen. Eumi Scharbot vom Dreschplatz, ehemalige Idenschüler, hat eine zauberhafte Kirschlampe geheiratet. Lappi Gnadwald im Rappel ist bester Freund eines Baumes und nebenbei Börsenmakler. Und hier Jervy Boxhamster, seines Zeichens Weinhändler, wird von seinem Vater gern als Papierkorb benutzt. Und last but not least, Oliver St. Holmen, Olmen Dolmen. Sein Vater war Kabinettsminister und seine Mutter gewann nie das Derby. Viele halten ihn für den hervorragendsten Trottel dieses Jahres. Und nun gehen unsere Trottel auf die Startlinie. Jeden Augenblick werden sie anfangen, mit den Füßen zu scharren. Leider stehen sie momentan etwas verkehrt rum. Aber der Starter wird sich schon richtig einweisen. Und gleich kann es losgehen. Dies ist ein unglaublich spannender Moment. Und sie starten. Nein, nein, was sehe ich noch nicht? Oh nein, sie wussten nicht, dass sie beim Schuss... Naja, macht nichts. Kann ja jedem mal passieren. Der Starter hat es ihnen jetzt wohl erklärt. Und jetzt kann's wohl losgehen. Jetzt geht's wirklich los. Das ist ein schneller Start. Und Knoto, nein, nein, Lappi ist faul. Und da sehen wir Boxhamster. Nee, scheint sich ein wenig Hirn zu haben. Naja, wir sind ja erst im ersten Wettkampf. Auf einer geraden Linie gehen. Die Trottel müssen diese Linien entlang gehen, ohne umzufallen. Das ist für Oliver immer der schwerste Wettkampf gewesen. Eumi kommt recht schnell voran, dahinter Lappi und Knoto. Jetzt Oliver. Oliver ist gestürzt. Na, das macht doch nichts, Junge. Da heißt es wieder aufstehen und nochmal von vorn. Da schlingert er. Na, lassen wir das. Kommen wir nun zum zweiten Wettkampf. Über zwei Schichten aufgestapelte Streichholzschachteln müssen die Trottel hüpfen. Oli und Lappi haben es geschafft. Und jetzt Knoto. Knoto verweigert. Jetzt kommen wir zu dritt, den Bettler. Lappi macht einen Trittversuch. Na, wundervoll. Und noch einen. Und noch einen dritten. Und der Bettler schwuppt nicht am Boden. Das Publikum rast. Und nun, hier sehen wir Oliver. Er hat den Sprung immer noch nicht geschafft. Sein Gehirn scheint ihm zu schaffen zu machen. Ach, wenn es sein Vater doch nur sehen könnte. Und hier der vierte Wettkampf. Die alte Frau umfahren. Ungefähr ein und trifft sie genau ins Zirkel. Ein gewaltiger Sprung nach vorne und da, Oliver. Er weiß nicht, ob er geschlagen ist. Er weiß aber auch nicht, ob er gewonnen hat. Er hat überhaupt keine menschlichen Wahrnehmungsorgane. Ein trauriges Bild, Oliver. Und nun kommen wir zu den Nachbarn aufwecken. Oli schlägt, behält die Tür zu und weckt so die Nachbarn auf. Eumi ist somit ohne Zweifel auf Platz 1, zur Freude des Publikums. Kommen wir zum nächsten Wettkampf, dem Hasenschießen. Diese Hasen sind besonders repariert worden. Man hat sie am Boden befestigt, damit sie sich auch ja nicht bewegen können. Dieser Wettkampf dauert nur einen Tag. Wir haben ein bisschen Fußnebel, was ein Problem für die Trottel schaffen könnte. Jarvi benutzt seinen Gewehrkolben. Und Knoto geht mit den Fäusten drauf los. Aber Jarvi ist der Erste und Oliver hat sich selbst überfahren. Er ist ein herrlicher Trottel. Und jetzt gilt es den Debütanten, den Büstenhalter von hinten auszuziehen. Das war schon immer eine besonders schwere Disziplin. Eine, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Besonders auf diesem sehr schwierigen Kurs. Die Zuschauer sind jetzt außer sich. Und einige der Trottel sind auch außer sich. Und Eumi liegt jetzt vorne, dicht gefolgt von Lappi. Und nun der letzte Wettkampf dieser Veranstaltung. Die Teilnehmer müssen auf sich selbst schießen, wenn sie es schaffen. Eumi versucht noch immer, den Büstenhalter von den Fingern zu entfernen. Und dann sehen wir Lappi. Lappi schießt daneben. Eumi schießt daneben. Lappi schießt nochmal daneben. Und Jarvi hat sich selbst erschossen. Somit ist Jarvi der diesjährige Trottel der feinen Gesellschaft. Knoto ist da, will aber nicht mitmachen. Eumi schießt. Eumi trifft Knoto. Eumi hat Knoto auf den zweiten Platz geschossen. Und jetzt schießt Eumi auf sich selbst und ist somit Dritter. Und Lappi prügelt sich auf den vierten Platz. Endergebnis. Auf den ersten Platz ein diesjähriger Meister und Trottel der feinen Gesellschaft ist Jarvi Boxhamster aus Kensington. Zweiter Knoto Bellbells Bellbell aus Mayfair. Abgeschlagen Eumi Scharbot vom Löschplatz und Lappi Gnadwald im Raffel. Na, das wird ja... Любой стол, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва...